Hallo liebe Farbfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Produktvorstellung. Heute dreht sich alles um German Dunkelgelb. Dazu gibt es wieder zwei schöne Produkte, einmal das German Dunkelgelb Farbset von AK und das AK DAK Weathering Set. Also wieder zwei Produkte, die sich optimal ergänzen. Fangen wir mal wieder mit dem Farbset an aus der Wargame Series German Dunkelgelb. Das Farbset besteht aus 6 Farben, 4 davon sind für die Bemalung von Gelb, eine Farbe ist eine Tarnfarbe für Panzergrau und eine Farbe ist für die Ketten. Die Farben sind auf Acrylbasis, kommen in einzelnen Fläschchen und sind sofort Airbrush fertig. Für die Alterung haben wir das DAK Weathering Set, eigentlich für den Afrika-Kurs, aber funktioniert auch sehr gut bei gelben Fahrzeugen und dementsprechend auch sehr gut bei unserem Farbset. Das Set besteht aus 3 Fläschchen auf Emalbasis, einmal ein Filter, ein Wash und einmal Streaking Grime, alles für gelbe Fahrzeuge. Wir beginnen wie immer mit dem Farbset und zwar dem German Dunkelgelb aus der Wargame Series. Das Set besteht aus 6 Farbflächen, davon die ersten 4 wieder für das Gelb, ein Gelbbraun für eine Tarnung und einmal Rusty Tracks, eine Kettenfarbe. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Die kleinen altbekannten AK-Flächen, es sind Acrylfarben, sie sind auch direkt Airbrush fertig. Einfach vorher ein bisschen schütteln und in den Airbrush einfüllen. Natürlich aber trocken langweilig, deswegen werden wir uns die Farben auch direkt mal am Modell angucken. Unser Testmodell wird der Deutsche Tiger sein, ein klassischer Panzer, der sehr oft in Gelb auch rumgefahren ist. Dann wollen wir mal, den Anfang machen wir mit Dunkelgelb Shadow, das ist dann die Schattenfarbe. Und damit werden wir jetzt hier die ganzen Kanten und so von dem Modell mal besprühen. Die Schattenlinien sind drauf und jetzt wenden wir uns der Basefarbe zu und das ist passend, wie der Name schon sagt, Dunkelgelb Base. Die Basefarbe ist drauf und jetzt kommt wieder Dunkelgelb Light Base. Lightbase ist drauf und jetzt werden die letzten Highlighter mit Dunkelgelb Highlight gesetzt. Die Highlightfarbe ist drauf, das Ganze hat dann nochmal die Highlights hervorgehoben, so wie es auch soll. Und der Panzer ist fertig, 4 Farbschichten vom Dunkelgelb sind drauf. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Jetzt sind noch 2 Farben im Farbset übrig. Einmal das Gelbbraun. Das ist eine Tarnfarbe für, ich würde mal sagen, für graue Fahrzeuge. Also man sieht hier das Grau und hier dieses Gelbbraun. Ich habe es auch schon mal gesprüht. Das ist einfach ein Gelbbraun, so kann man es sagen. Also wenn ich mal einen Grauen mache, werde ich es nochmal anwenden. Aber da ich jetzt keinen habe, begnügen wir uns mal damit. Die andere Farbe, die noch übrig ist, die auch dabei war, war Rusty Tracks. Rostige Ketten, ne? Die kann man anmalen, die werden wir, denke ich mal, gleich auf jeden Fall nochmal bei den Ketten benutzen. Für die Alterung benutzen wir das DAK Weathering Set, also extra Farben für den Afrika-Core. Funktionieren aber auch sehr gut bei dunkelgelben Fahrzeugen. Das Set besteht aus 3 Fläschchen. Da haben wir einmal einen Filter, Afrika-Core-Filter, einmal ein Emalwash für Afrika-Cores-Vehikel und einmal Streaking Grime für Afrika-Cores-Vehikel. Also nicht irreführen lassen durch diese ganzen DAKs, es ist darauf abgestimmt, aber funktioniert auch sehr gut bei dunkelgelben Fahrzeugen. Erzählen konnte ich euch aber viel, deswegen werden wir es jetzt direkt mal am Modell anwenden. Wir starten mit dem Afrika-Cores Filter. Ein Filter dient einfach nochmal ein bisschen zur Verblendung der Farben untereinander. Also gut schütteln, das ist ganz wichtig. So sieht's aus. Hübsch. Dann einen etwas breiteren Pinsel. Ein wenig Farbe, auch nicht so viel und am besten immer an der Stelle testen, wo man es nicht sieht. So. Na, da seht ihr auch, wie die Effekte sind und damit wird dann das ganze Modell einmal bepinselt. Schön gleichmäßig. Das Ganze ist jetzt verblendet und an ein paar Stellen, wie zum Beispiel hier um diese Kiste rum, hat sich etwas mehr von der Farbe abgelagert. Das ist aber kein Problem, das können wir beheben mit dem nächsten Schritt.
Und dafür benutzen wir jetzt das Emal Wash for DKA Vehicles. Also auch wieder gut schütteln. So. Dann nehmen wir einen kleinen Pinsel. Ein wenig von dem genommen. Nicht so viel. Ja, doch ein bisschen mehr. Und damit gehen wir jetzt nochmal hier die ganzen Kanten und so nach. So, da kann man sogar wirklich ein bisschen mehr noch nehmen. So. Und damit werden praktisch alle Linien nochmal nachgemacht, die auf dem Modell sind. Das Wash ist trocken und jetzt nehmen wir wieder AK White Spirit mit einem etwas größeren Pinsel. Tauchen wir ein. So. Und dann suchen wir uns mal einen schönen Startpunkt aus. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Turm an. Und da reiben wir jetzt einfach so ein bisschen hin und her, dass wir diesen Streaking-Effekt einfach bekommen. So sieht es dann aus, wenn das Wash ein wenig verrieben ist. Da kann man dann selber sehr schön entscheiden, wann es reicht, wann es zu wenig ist. Und man kann es einfach nochmal nachtragen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Teile sehe, die sind hier auf der Seite sehr schön geworden. Hier rechts hat es ein bisschen rausgewaschen. Dann setze ich da einfach nochmal das Zeug neu rein und wasche es außenrum nochmal ab. Also man kann es noch eine Zeit lang bearbeiten, nachdem man es aufgesetzt hat. Ich habe dann die Decals auch gleich noch angebracht. Da vielleicht ein Tipp, das vorher machen, damit die auch noch ein bisschen verschmutzt werden. Ich habe es leider vergessen. Jetzt gehe ich da einfach dann nochmal drüber an ein paar Stellen, dann fällt das nicht mehr so auf. Wobei die müssen dann sowieso auch nochmal mit Mattlack besprüht werden. Nachdem die Decals gemattlackt wurden und wir mit der nächsten Farbe aus dem DAK Weathering Set weitermachen, setzen wir ein paar Chipping-Effekte. Dafür benutzen wir die AK Chipping Color. Die ist jetzt in dem Dunkelgelb-Set leider nicht drin, aber ich empfehle euch, die auf jeden Fall zu besorgen. Denn mit dieser Farbe und einem spitzen Schwamm lassen sich sehr schöne Lackabplatzer darstellen. Und wenn die auch ein bisschen punktuell interessant sitzen, wie zum Beispiel, ich habe jetzt hier mehr unten gemacht, damit so richtig aus, als wenn er die Schutzbleche schon angegriffen. Ich finde, das macht gut was her und da möchte ich auch nicht drauf verzichten. Also deswegen, die solltet ihr auf jeden Fall euch noch mitholen. Auch ganz einfach ein bisschen Farbe auf die Spitze abtupfen und dann hier einfach nur ein bisschen tupfen. Und schon habt ihr so einen richtig üblen Effekt. Ich habe es vielleicht bei dem ein bisschen mehr gemacht. Also ein bisschen weniger ist vielleicht ratsam. Aber der sollte hier richtig abgekämpft aussehen. Denn wir werden ihn jetzt noch richtig weiter verschmutzen. Und das machen wir mit dem Streaking Grime for DKA Vehicles. Dazu schütteln wir das Ganze natürlich wieder gut und benutzen einen kleinen Pinsel. Und wir werden einfach jetzt, ich nehme einfach mal auf den Deckel, so ein bisschen von der Farbe nehmen und die an ein paar Punkte setzen. Diese Streaking Grimes werden einfach nur lang gezogen. Also ich setze die punktuell auf, überall, wo ich so ein paar Streaking-Effekte haben möchte. Und ziehe sie dann später wieder mit White Spirit lang. Aber das werde ich euch auf jeden Fall gleich nochmal zeigen. Nachdem unsere Streaking Grime Punkte etwas getrocknet sind, nehmen wir wieder AK White Spirit. Auch wieder einen kleinen Pinsel. Machen den ein bisschen feucht mit dem White Spirit. Zu feucht, suchen uns einen von diesen Punkten, weichen ein bisschen an und ziehen dabei das Ganze nach unten. Und da seht ihr hier, entstehen dann schon so leichte Streaking-Effekte. Je nachdem, wie viel Farbe man vorher aufgetragen hat, desto größer oder desto dicker werden sie. Wenn es euch nicht reicht, wie sie sind, dann müsst ihr einfach noch ein bisschen mehr setzen, wenn es wieder trocken ist. Also wenn das jetzt hier zum Beispiel, das ist ein bisschen wenig, da müsst ein bisschen hin, dann mache ich da einfach gleich nochmal einen Punkt, wenn es ein bisschen getrocknet ist. Hier ist auch ein bisschen das, ja, Problem will ich es nicht nennen, aber ein bisschen die Kunst, die richtige Menge zu finden, den richtigen Einsatz davon, wie viel man braucht, damit es gut aussieht und damit es nicht einfach zu überladen aussieht. Aber das Schöne ist halt, ihr könnt es so oft machen, wie ihr wollt, am besten in mehreren Schichten, es muss halt nur zwischendrin trocknen. Und wenn ihr einfach findet, ah, das sieht an der Stelle gar nichts aus, dann nehmt ihr einfach wieder ein bisschen mehr von dem Weißbild, wischt es ab zwischendrin und dann ist alles auch wieder weg. Gut, dann wollen wir nochmal ein bisschen Streaking Grimes ziehen. So sieht es dann fertig aus. Also ich finde, das reicht sogar schon bei dem Panzer, da der ja schon vorher
ein wenig verdreckt war. Man kann natürlich bei Bedarf so viel von diesen Streakings ziehen, wie man möchte, aber mir gefällt das hier schon ganz gut. Dann würde ich sagen, werden wir jetzt mal die Details anmalen und uns danach den fertigen Panzer angucken. Das heißt genau jetzt. Fazit. Das AK Weathering Set aus der Wargame Series in Verbindung mit dem DAK Weathering Set für Afrika Korps ist eine wirklich schöne Kombination. Es lassen sich schöne Farbeffekte erzielen durch die Farbmodulation wie eigentlich bei allen Wargame Series Set. Der Panzer sieht sehr realistisch aus, die Farbverläufe machen sich gut. Das Weathering Set leistet sein Übriges, hier auch aber wie beim letzten Mal ein wenig Erfahrung und ein wenig Können gehört dazu, um das Ganze halbwegs brauchbar anzuwenden. Aber ich denke, das ist lernbar und mit diesen Sets gelingen euch auf jeden Fall tolle Ergebnisse. Ich hoffe, euch hat diese kleine Produktvorstellung gefallen. Ich bin wie immer ein großer Fan von diesen Produkten, also das Farbset kriegt auf mir eine Panzerschmiedempfehlung und auch das Weathering Set eine Panzerschmiedempfehlung. Beides zusammen optimal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, euer Panzerschmied.